Wenn du gerade gründest, stehst du vielleicht vor der Frage, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Dazu gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und alles, was du wissen musst zu dem Thema, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und jeder Gründer sollte sich als erstes überlegen, ob er sich als Freiberufler selbstständig macht oder als Gewerbetreibender. In Deutschland sind nämlich alle Selbstständigen in zwei große Gruppen aufgehoben, und zwar einmal der Freiberuflichkeit und einmal der gewerblichen Tätigkeit. Du solltest wissen, wozu du gehörst, denn ein Freiberufler meldet sich zum Beispiel anders an mit seiner Selbstständigkeit als ein Gewerbetreibender. Ein Freiberufler geht direkt zum Finanzamt und füllt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, und der Gewerbetreibende geht als erstes zum Gewerbeamt und beantragt einen Gewerbeschein. Außerdem haben die Freiberuflichkeit einige bürokratische Vorteile, und um die in Anspruch zu nehmen, musst du als Freiberufler anerkannt werden. Was genau damit zusammenhängt und wann du genau freiberuflich bist und wann du Gewerbetreibender bist, das schauen wir uns jetzt im Video mal ein bisschen genauer an. Schauen wir uns zunächst einmal an, wer freiberuflich ist. Wer in Deutschland freiberuflich ist, ist nämlich in § 18 Einkommensteuergesetz geregelt. Und § 18 kennt quasi zwei große Gruppen an Freiberuflern. Und die erste Gruppe sind die Freiberufler, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit freiberuflich sind. Und zwar bist du freiberuflich, wenn du wissenschaftlich tätig bist, wenn du erzieherisch tätig bist oder wenn du künstlerisch tätig bist. Voraussetzung zusätzlich ist, dass du in diesem Bereich auch einen entsprechenden Abschluss hast. Einfachstes Beispiel wäre, du hast ein wissenschaftliches Studium abgelegt und einen Abschluss gemacht und arbeitest jetzt wissenschaftlich. Dann bist du ganz eindeutig Freiberufler. Wenn du Autodidakt bist und Quereinsteiger bist in einem wissenschaftlichen Bereich, dann kann es durchaus sein, dass das Finanzamt es nicht anerkennt und dich nicht als Freiberufler behandelt. Die zweite Gruppe der Freiberufler sind die sogenannten Katalogberufe. Die Katalogberufe sind aufgrund ihres Berufes und nicht aufgrund der Art ihrer Tätigkeit freiberuflich. Aber auch diese Freiberufler brauchen jeweils eine Ausbildung oder ein Studium in diesem Bereich, in dem sie tätig sind. Zu den Katalogberufen gehören klassische freie Berufe, wie zum Beispiel die Freiberufler. Das sind Ärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten und so weiter. Und dann gibt es die ganze Gruppe der rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe. Dazu gehören Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, aber auch beratende Betriebs- und Volkswirte. Außerdem gehört dazu die ganze Gruppe der wissenschaftlichen Berufe. Und ja, die Gruppe heißt so die Vermittler von geistigen Gütern und Informationen. Das sind insbesondere Journalisten, Bildberichterstatter oder aber auch Dolmetscher. Und zwei andere große Berufe, gerade in Deutschland, doch sehr wichtig und bedeutend und auch sehr bekannt, sind die der Architekten und der Ingenieure. Was generell wichtig ist noch bei dieser ganzen Liste, eine ganze Liste findest du übrigens unter diesem Video, dass es nicht nur exakt diese Berufe sein müssen, sondern auch ähnliche Berufe. Gerade in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und ja generell Internationalisierung gibt es viele neue Berufsbilder, die es so vor 20, 30 Jahren noch nicht gab. Und das Gesetz ist schon länger als 20, 30 Jahre alt, und natürlich sind alle Berufsbilder irgendwie in einem Wandel. Das heißt, auch wenn du einen ähnlichen Beruf ausübst, kannst du als Freiberufler durch Katalogberuf anerkannt werden. Um das Ganze ein bisschen zu konkretisieren und vielleicht ein Beispiel zu geben, können wir uns mal Programmierer genauer anschauen. Softwareprogrammierer sind klassischerweise nicht Freiberufler, sie sind kein Katalogberuf. Aber es kann sein, dass ein Softwareentwickler sehr ähnlich arbeitet wie ein Ingenieur beispielsweise. Dadurch kann quasi auch ein Programmierer als Freiberufler anerkannt werden. Wichtig dafür ist erstens einmal, dass die Berufsausbildung, also das Studium, entsprechend ist, und zweitens, dass die Projektphasen für einen Programmierer ähnlich sind wie die eines Ingenieurs. Das heißt, du brauchst eine Planungsphase, du brauchst eine Umsetzungsphase und du brauchst einen gewissen Überwachungsanteil des Projektes. Wenn das dann vergleichbar ist, dann kann auch ein Programmierer als Freiberufler anerkannt werden. Wichtig ist hier zu wissen, das sind immer Einzelfallentscheidungen, und das ist auch der Grund, warum unglaublich viele Gerichte sich mit dem Thema beschäftigen, ob jetzt jemand freiberuflich ist oder nicht. Wichtig ist hier vielleicht für Programmierer, dass es in der Vergangenheit immer mehr in die Richtung ging, dass es weniger wichtig ist, was du tust, also ob du Anwendungsentwicklung machst oder ob du ein internes System quasi in einem Unternehmen machst oder ob du größere IT-Projekte steuerst. Das ist weniger wichtig. Viel wichtiger ist es tatsächlich die Art des Arbeitens. Und wenn das vergleichbar ist mit dem eines Ingenieurs, dann kann es durchaus sein, dass du als Programmierer auch freiberuflich anerkannt wirst. Die zweite große Gruppe der Selbstständigen in Deutschland sind neben den Freiberuflern sind die Gewerbetreibende. Gewerbetreibende, die Definition ist eigentlich relativ einfach, und zwar, wenn all das, was ich eben erzählt habe über die Freiberufler, auf dich nicht zutreffen,
dann bist du Gewerbetreibender. Also es ist eigentlich relativ einfach, die Definition. Wenn du nicht freiberuflich bist, dann bist du halt Gewerbetreibender. Kommen wir zum Abschluss dieses Videos zu der alles entscheidenden Frage, warum ist das eigentlich interessant? Also warum interessiert die Welt oder irgendeinen Selbstständigen es überhaupt, ob man freiberuflich oder gewerbetreibend tätig ist? Das liegt insbesondere daran, weil Freiberufler ein paar Vorteile im Vergleich zu Gewerbetreibenden haben. Und zwar der erste Punkt, der ist relativ offensichtlich. Freiberufler zahlen keine Gewerbesteuer. Gewerbesteuer zahlen nur Gewerbetreibende, wie der Name eigentlich auch sagt. Nächster Punkt ist, dass Freiberufler nie bilanzierungspflichtig werden. Das heißt, die Bilanz mit doppelter Buchhaltung ist eine aufwendigere Form der Buchhaltung und Freiberufler müssen das nie machen. Gewerbetreibende müssen das machen, wenn sie bestimmte Gewinn- oder Umsatzgrenze überschreiten. Außerdem ein Vorteil für einige ist, Freiberufler sind keine Pflichtmitglieder in der IHK oder HWK. Also keine Industrie- und Handelskammer, keine Handwerkskammer sind für die Freiberufler zuständig. Das ist der Grund, warum relativ viele Leute lieber Freiberufler sein wollen. Allerdings, ich bekomme in ganz vielen Gesprächen mit unseren Kunden mit und auch wenn ich in Internetforen, auf Facebook, in Gruppen lese und so weiter, dass Leute fast Angst haben, als Gewerbetreibende bezeichnet zu werden, weil sie diesen Nachteil als unglaublich groß empfinden. Und hier kann ich ein bisschen eine Entwarnung geben. So groß ist der Unterschied gar nicht. Denn es ist nämlich so, dass die Gewerbesteuer, die nur Gewerbetreibende zahlen müssen, auf die Einkommensteuer anrechenbar ist. Um es mal sehr bildlich auszusprechen, da wo ein Freiberufler 20.000 Euro Einkommensteuer zahlt, zahlt ein Gewerbetreibender 10.000 Euro Einkommensteuer und 10.000 Euro Gewerbesteuer. Das heißt, dieser finanzielle Unterschied ist gar nicht so groß. Das Einzige, was bleibt, ist der bürokratische Aufwand. Und zwar, du brauchst einen Gewerbeschein, du musst eine zusätzliche Steuererklärung machen und auch die doppelte Buchhaltung ist ein wenig mehr Arbeit. Resultiert aber in der Regel nicht in einer höheren Steuerzahlung. Und außerdem, und das ist so ein rein praktisches Wissen, was ich in den Jahren meiner Selbstständigkeit gelernt habe, die Freiberuflichkeit kann einen unternehmerisch auch einschränken. Wenn du Freiberufler bist, aber du hast vielleicht ein digitales Geschäftsmodell und möchtest auch mit deinem Geschäftsmodell flexibler sein und mal neue Dinge ausprobieren, dann musst du als Freiberufler fast Angst haben, dass du den Status als Freiberufler verlieren kannst. Das kann dir als Gewerbetreibender nicht passieren. Das heißt, wenn du so ein bisschen im Grenzbereich bist und das eher eine Interpretationssache ist, dann kann das unternehmerisch eine sinnvolle Entscheidung zu sein, dich gar nicht erst in diese Abhängigkeit zu begeben der Freiberuflichkeit, sondern von vornherein zu sagen, ach komm, ich werde Gewerbetreibender und habe dadurch einfach mehr Flexibilität und Freiheit, wie ich mein Unternehmen gestalte. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und hat deine Fragen beantwortet. Wenn du aber doch noch offene Fragen haben solltest, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich und dort kannst du deine Frage stellen. Oder anderer Vorschlag, du findest in der Videobeschreibung einen Link, da kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren und dann lass uns einfach persönlich sprechen und alle Fragen klären. Außerdem, auch wichtiger Tipp, du solltest unbedingt den Kanal abonnieren, wir laden nämlich regelmäßig Videos über steuerliche Themen für Selbstständige hoch. Oder schau dir direkt dieses Video an oder dieses Video. Wenn du sonst noch eine Frage hast.